Hallo und herzlich willkommen zu einem Video, was sich alle gewünscht haben, glaube ich, hier, die wissen, dass ich schwanger bin. Ich bin jetzt übrigens gerade, wenn das Video rauskommt, in der 39. Woche, jetzt gerade noch in der 38. Also wirklich Endspurt, das kann jederzeit passieren. Und wie ihr seht, stehe ich vor einem ganz besonderen Zimmer, und zwar Baby Kays Zimmer. Und für alle, die denken, dass er Kilian, Kevin, Konrad heißen wird, nein. Baby Kay ist Baby Kasakov, weil wir noch den Namen natürlich nicht leaken wollen. Und das haben wir stibitzt von meiner Babyshower, von unserer Babyshower. Und das habe ich einfach an die Tür geklebt. Das sieht ganz cute aus. Aber ich würde direkt starten. Ganz lang reden. Treten Sie hinein in das Reich von Baby Kay. Bitte auch mit reinkommen. Bitte auch mit reinkommen. So, wir befinden uns jetzt im aktuellen Babyzimmer von unserem kleinen Mann. Und haben hier auch alles komplett selber gemacht. Habt ihr sehr wahrscheinlich in meinem letzten Video gesehen. Falls ihr es nicht gesehen habt, solltet ihr euch das auf jeden Fall angucken. Denn da war der komplette Prozess vom Zimmer. Boah, ich kann nicht so schnell reden. Ich kriege keine Luft. Problem einer Schwangeren. Boah, da haben wir den kompletten Prozess des Zimmers hier gezeigt. Es war nämlich vorhin Gästezimmer und daraus haben wir jetzt, ich wollte schon den Namen sagen, davon haben wir jetzt Baby Kays Zimmer gemacht. Ich würde dann auch direkt mal starten mit der Roomtour. Und zwar finden wir hier auf der rechten Seite einmal so einen Bogen. Ich fand das ganz schön, weil ich habe mir voll viel Inspiration auf Pinterest halt angeguckt. Und da hatten voll viele so einen Bogen und ich fand das voll süß und das hat halt genau hier hingepasst. Und dann haben wir zwei dieser Bücherregale von Ikea gekauft und haben die weiß angemalt, beziehungsweise Eugens Mama hat die angemalt. Und jetzt passen die perfekt hier rein. Und da sind halt viele Bücher, wird natürlich auch noch gefüllt über die Jahre. Und hier haben wir auch so ein paar Wölkchen, die haben wir von H&M Home. Übrigens alle Sachen, die wir uns hier jetzt fürs Zimmer geholt haben, werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Weil ich weiß, dass sehr viele Fragen kommen werden. Und dann können irgendwann so Rucksäcke dran gemacht werden oder Taschen. Ich habe jetzt einfach mal provisorisch so ein Onesie hingehangen und eine kleine Rassel. Und das wird natürlich über die Jahre, Tage, Wochen, Monate gefüllt. Machen wir auch direkt weiter hiermit. Und zwar kommen wir hier zum süßen Bettchen. Dieses Bettchen hier haben wir von Baby Kochs und wir haben sehr, sehr viel von Baby Kochs hier aus diesem Zimmer. Übrigens habe ich auch einen Code für euch, den ihr online und auch im Laden bei Baby Kochs in Düsseldorf einlösen könnt. Und zwar Dagi10. Bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung und glaubt mir, wir haben richtig, richtig, richtig schöne Sachen. Wir haben echt sehr viel von. Unter anderem auch zum Beispiel diese Decke, die haben wir auch für Baby Kochs. Aber jetzt geht es erstmal ums Bett. Und zwar ist dieses Bett von der Marke Oliver Furniture. Und das ist ganz cool, weil dieses Bett wächst mit. Wir haben auch schon einen Teil dazu geliefert bekommen. Das heißt, wenn der Kleine dann 5, 6 Jahre alt ist, kann man das einfach verlängern. Ich glaube um so viel oder so, ne, war das. Dafür haben wir dann noch eine andere Matratze, beziehungsweise ein Matratzenergänzteil. Und dann kann Verlängerung. Und dann kann man das ganz easy einfach verlängern und dann haben wir direkt ein größeres Bettchen. Also ist sehr, sehr cool und es ist wirklich mega, mega schön. Und jetzt haben wir die Wickelkommode auch von Oliver Furniture, aber da komme ich gleich zu. Aber das ist alles dasselbe Set, damit auch alles wirklich zusammenpasst. Hier haben wir ein Baldachin, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall so ein Himmelbett. Wir wollten das Zimmer jetzt auch nicht allzu blau haben. Ihr werdet gleich auch sehen, es ist sehr natürlich gehalten alles. Aber so ein paar Farbakzente sollten schon sein. Dieses Mobile hier, das habe ich auch mal auf Instagram gezeigt. Das habe ich mir bei Etsy bestellt. Und Etsy ist ja so eine Seite, wo man selbstgemachte, also handmade Sachen verkaufen kann. Und das war eine Frau aus der Ukraine. Kann ich euch gerne auch mal verlinken. Die macht sehr, sehr süße Sachen und die hat mir dann noch auf Instagram geschrieben, oh mein Gott, ich dachte, das wäre eine ganz normale Bestellung. Und dann habe ich gesehen, dass du das bist und ich habe so viele Bestellungen bekommen. Das hat mich voll gefreut, weil das so mit so viel Liebe einfach gemacht ist. Und genau, das haben wir dann hier hingehangen. Und ich weiß, mir werden sehr wahrscheinlich auch jetzt viele schreiben, das Baby sieht eh nicht viel davon, weil die sehen halt nur Beine und Popos und sowas. Aber es sieht trotzdem schön aus und das Baby muss ja ein bisschen bespaßt werden. Und ich glaube, ein Baby weiß eh nicht, was ein Zebra und ein Löwe ist im ersten Jahr. Deshalb, passt das schon. Dann gehen wir weiter hier zu diesem Stuhl. Und zwar ist das ein Stuhl von Ikea.
Und das wird mein Stillstuhl sein. Hier werde ich stillen und das Baby dann hier halten. Und dann so ein Kissen nehmen und drauflegen. Und dann werde ich hier chillen. Kann mir hier die Lampe anmachen. Übrigens auch von Ikea, das kennen sie wahrscheinlich viele. Und hab dann so ein bisschen gedämmtes Licht und werde dann hier chillen. Und dann so, hallo. Die Kissen habe ich auch von H&M Home bestellt. Auch aus der Kinderabteilung. Die haben da auch wirklich richtig, richtig süße Sachen. Und boah, ich komme nicht hoch. Und ich fand das eigentlich auch ganz süß. Einfach noch so ein bisschen Deko. Fußablage auch von Ikea aus dem gleichen Set. Und genau, hier haben wir dann so ein paar Bilder aufgehangen. Und so ein, wie nennt sich das? Was ist das? Ein Filz? Filzfahne oder so. Fahne, Bild. Auf jeden Fall sehr süß. Und hab's bei Suella gesehen. Die hat nämlich auch ein Baby bekommen vor ein paar Monaten. Und die hat das ein bisschen anders dekoriert, aber ich fand das eigentlich ganz süß, so von der Konstellation mit so ein paar Farben. Und hab mir da natürlich auch eine Inspiration geholt. Ich finde die Ecke sehr, sehr süß. Also sehr, genau, sehr schön. Dann habe ich hier noch so einen Tisch hingestellt. Der war vorher auch anders. Das war nämlich so ein helles Braun, so eine Eiche, glaube ich. Und das hat auch irgendwann mal dann mit derselben Farbe bestrichen wie die Regale. Damit das alles ein bisschen einheitlich ist. Da so ein Ding hingestellt, wo man, keine Ahnung, vielleicht ein paar Sachen reintun kann, die man beim Stillen braucht. Das werde ich ja dann erst sehen, Stilleinlagen oder was auch immer. Und hier ist dann auch schon die Wickelkommode. Und dazu habe ich ja gerade schon gesagt, diese Wickelkommode ist auch von Baby Kochs. Sehr, 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 sehr schön. Und ich liebe sie, weil sie ist halt einfach so, man merkt einfach die Qualität. Es ist kann so schön. Ich nur bezeugen. Es ist wirklich so, so schön und es passt so viel rein. Mein absolutes Highlight ist das hier. Deswegen wollte ich diese Wickelkommode unbedingt haben. Für Wäsche, kleine Söckchen, kannst du viele Söckchen reinwerfen. Und dann kannst du es einfach so, also, ja, so. Und dann, Nein. Zack. Dann musst du so, machst du so und dann gehst du zur Wäsche. Und kannst komplett reinmachen, ne? Das ist sehr geil. Ja, das war wirklich sehr, sehr praktisch. War? Hast du schon ein Baby gehabt? Nein. Das war schon sehr praktisch. Nein, das war sehr praktisch, als wir es im Laden gesehen haben. Ach so, ja. Weil das war die einzige Wickelkommode, die das hatte. Und wir waren so, ja, das macht schon Sinn, glaube ich. Also anstatt hier irgendwie einen Wäschekorb hinzustellen, um alles reinzutun, kann man halt da mal alles reintun. Ich habe hier auf der Wickelkommode auch natürlich alles parat, was man hier so braucht. Falls ihr Bock habt, dass ich ein Video mache über die Wickelkommode, was ich da alles reingetan habe, was ich brauche, beziehungsweise was ich... Ich kann ja nicht sagen, was ich brauche, ne? Ja. Aber ich denke mal, wenn das Baby dann da ist, werde ich dann... Was du denkst, was du brauchst. Was ich denke, was ich brauche, genau. Ich habe mir nämlich auch sehr viele YouTube-Videos angeguckt, sehr viele Ratgeber und was auch immer, was man alles so benutzen kann. Und genau, falls ihr da Bock drauf habt, dass ich da ein bisschen mehr drauf eingehe, auch was hier drin ist, wie ich es geordnet habe, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt es mir in die Kommentare, dann mache ich das gerne für euch. Aber zur Wickelablage kann ich auch sagen, die haben wir auch komplett von Baby Kochs, von Koeka heißt es, glaube ich. Und dafür haben wir auch einen Wechselbezug, aber das ist trotzdem waschbar. Also man kann das hier ganz easy einfach abmachen. Genau, da kommt auch nichts rein und sieht ganz schön aus und passt ganz gut ins Zimmer. Dann habe ich hier auch wieder so ein Mobile hingehangen, habe ich auch von Etsy, nicht von derselben. Ich kann ja mal raussuchen, von wem das war. Kann so ein bisschen bewegen, dann ist der Kleine hier und dann können wir den so wickeln. Und dieses Teil hier habe ich bei Kiddo bestellt. Gibt es aber auch bei Amazon. Ich verlinke es euch unten mal in der Infobox natürlich auch. Und hier hat man die Wärmelampe, die sehr, sehr, sehr wichtig ist. Die haben wir von Melina geschenkt bekommen zur Gender Reveal Party. Und sehr praktisch, weil man die auch direkt an die Wand halt machen kann. Und dann steht hier irgendwie nichts Hässliches so rum. Und so sieht es ganz cool aus. Es ist so sehr versteckt. Dann machen wir einfach so. Zack. Und dann geht die langsam an. Gerade für den Winter ist das, glaube ich, sehr, sehr cool. Und hier haben wir dann auch noch dieselbe Lampe, wie gerade auch beim Stillstuhl dran gemacht von Ikea. Das heißt, dass man nicht das große Licht im Zimmer machen muss, damit alles ein bisschen gedimmter ist. Genau. Und hier wird der kleine Mann dann gewickelt. Aber hier gibt es noch was.
Und zwar gibt es hier auch einen Auszug. Ich glaube, das ist ganz cool für nasse Klamotten. Ob ich das benutzen werde, I don't know. Aber es ist ganz cool zu haben. Und da kann man ja auch einfach reinschieben, als ob es nicht da wäre. Also falls es dann irgendwann stören sollte, wird es nicht stören, weil es nicht zu sehen ist. Weiter geht's hiermit. Und hier haben wir, das war wirklich eine Qual. Mülleimer zu finden. Ich habe mir so viele Videos angeguckt zu Mülleimern, was jetzt irgendwie der Beste ist und wo kein Geruch rauskommt und was irgendwie die coolste Technik ist. Und wir haben uns jetzt einen von Tommy Tippy geholt. Und zwar hat der auch so Kassetten und dann dreht man das und tut man die Windel, also man tut die Rillen rein, dreht man das und dann wird das irgendwie abgeschlossen vom Geruch, keine Ahnung. Paula meinte, ihr werdet sehen, es wird trotzdem stinken. Ich weiß es nicht, ich habe es ja noch nie ausprobiert. Genau, die Körbe hier, die mit dem Bärchengesicht, habe ich auch, glaube ich, von H&M Home. Und da tun wir Decken rein, ein paar Spielzeuge und die sind halt jetzt noch leer. Aber die werden auf jeden Fall über die nächsten Monate gefüllt. Dann haben wir hier noch so eine Kleiderstange. Auch von Baby Kochs, auch von Oliver Furniture. Dasselbe wie das Bettchen und die Wickelkommode. Und ich glaube, das ist auch ganz cool, wenn man den Kleinen irgendwie umzieht oder so. Dass man einfach so ein paar Outfits dann schon mal aufhängt. Dann kommen wir zu dieser Ecke hier. Und zwar ist das hier unser provisorisches Gästebett. Aber auch eine sehr, sehr coole Couch, die super gemütlich ist. Und die ist von Ikea. Die heißt, glaube ich, Valentuna oder so. Die ist ganz cool, weil man kann die wirklich komplett ausklappen und das Bett ist dann 1,80 Meter lang. Also es können auf jeden Fall easy zwei Leute hier schlafen, wenn da mal jemand bei uns schläft. Weil, wie ihr in meinem letzten Video ja gesehen habt, als wir das alles hier umgeräumt haben, das Gästebett ist weg. Aber wir haben uns trotzdem eine Lösung gesucht und hier kann man dann easy, easy schlafen. Oder unten auf der Couch. Oder unten auf der Couch, weil die ist auch sehr gemütlich. Ich kann nicht so schnell reden. Das ist echt... Der kleine Mann macht mir schwer. Die Kissen hier sind auch aus derselben, also auch von H&M Home. Dieselben oder sehr ähnliche wie die auf dem Stillkissen. Auch ein bisschen als Deko. Hier auch so. Ich glaube, das ist auch von Baby Kochs. So süße Spielzeuge. Das ist so ein Schnuffeltuch. Was ist ein Schnuffeltuch? Ein Schnuffeltuch. Leni hat auch eins bis heute. Krass. Das Entchen. Genau, und dieses Bild, was ihr über mir seht, das ist richtig, richtig süß. Und zwar haben wir das geschenkt bekommen von allen. Das Bild hat Tina gemalt und diese ganzen Luftballons, ist richtig süß. Und zwar stehen da Wünsche für den Kleinen drauf. Hat jeder, der auf der Babyshower-Party dabei sein konnte, was Süßes hingeschrieben. Und irgendwann, wenn der Kleine dann ein bisschen mehr versteht, kann man ihm das sehr süß vorlesen und es sind einfach Herzenswünsche von unseren liebsten Menschen und passt super in das Zimmer rein und es ist einfach mit so viel Liebe gemacht. Ich finde es richtig schön. Aber es sind schon zwei runtergefallen und musste gleich rausfischen, die Ballons. Und das hier, das ist auch so ein kleines, ich glaube, das war auch einfach ein Mobile, also so hieß es auf jeden Fall, von der Marke Oi. OYOY, habe ich glaube ich von My Happy Place und habe ich einfach auch da auf die Gardinenstange aufgehangen. Hier auch dasselbe, hier haben wir auch wieder so ein Filzbild, auch hier von OYOY, Living Design. Dann kommen wir jetzt zu der Fensterbank, wo ich so ein bisschen Deko nur hingestellt habe. Und hier auf der Seite ist auch so süß, haben wir auch zugeschickt bekommen. Also erstmal von Disney haben wir auch was zugeschickt bekommen, das ist auch richtig cute, wenn der Kleine dann, keine Ahnung, ein Monat alt ist, dann kann man machen, du bist ein Monat, huhu. Aber hier die kleinen Schüchchen haben wir auch zugeschickt bekommen. Was ist alles handmade? Das sind einfach Yeezys. Richtig süß. Kleine Yeezys, kleine Doc Martens und kleine Converse. Also wie Mami und Papi. Das sind genau die Schuhe, die wir tragen. Und dann kann der Kleine die auch tragen. Hier hinter mir findet ihr den Riesenschrank, den ihr auch schon im letzten Video gesehen habt. Der bleibt nämlich, den haben wir aus unserer letzten Wohnung auch mitgenommen, weil der passt so unfassbar viel rein. Und hier haben wir einfach so ein paar Sachen fürs Baby reingetan. Hier so zum Beispiel noch ein Nestchen. Wenn wir dann, keine Ahnung, im Wohnzimmer sind, kann der Kleine dann darin liegen und darin schlafen. Das ist auch ein Babycross. Das ist auch ein Babycross, ja, genau. Das feier ich auch.
Genau, das ist richtig, richtig cool. Also da kann man ihn wirklich, die meinten auch, wenn du dann irgendwann duschen gehst, Dagi, dann kannst du den Kleinen einfach mitnehmen, stellst ihn auf den Boden, Spucktuch einfach. Und wenn er schläft, dann kannst du duschen und dem ist gemütlich. Also ich finde es richtig süß. Genau, das haben wir jetzt erstmal auch hier reingetan, bis wir das dann brauchen. Und hier kommen dann alle Jäckchen hin, hier die ganzen Kleiderbügel, die noch nicht benutzt werden, auch von Amazon. Diese Boxen sind auch super praktisch und geräumig und sehen eigentlich auch ganz cute aus. Die habe ich von My Happy Place. Da habe ich jetzt erstmal Sachen reingetan, wie zum Beispiel Decken, Spucktücher, Bezüge, die man jetzt aktuell gerade nicht braucht, weil auch sehr viel in der Wickelkommode ist. Dann haben wir hier auf der Seite Babys Klamotten. Die hat echt viele Klamotten, also sehr, sehr, sehr viele. Ich weiß nicht, ob wir ihm das alles anziehen werden können, aber man hat sie auf jeden Fall. Man kauft immer zu viel. Man kauft zu viel, man kriegt zu viel, auch geschenkt. Und es ist halt jetzt einfach diese Menge geworden. Was aber auch ziemlich cool ist, die habe ich bei Amazon bestellt. Und zwar sind das solche Kleiderbügel. Kleiderbügel? Trennschilder. Trennschilder. Mann, das wäre ich ohne dich. Das sind Trennschilder, wo dann draufsteht, hier zum Beispiel, das sind Klamotten von 0 bis 3 Monaten. Und dann kann man genau sehen, ah, okay, das ist alles dann von 0 bis 3. Hier ist komplett Newborn, also die ganz, ganz kleinen. Dann haben wir hier 3 bis 6 Monate. Also es ist wirklich super praktisch, auch für mich. Weil ich glaube, wenn man an jedes Mal gucken müsste, ah, okay, nee, ist doch eine falsche Größe. Und dann geht es halt die ganze Zeit weiter. Und ich habe die jetzt bis 18 bis 24 Monate, also bis 2 Jahren. Ich glaube, die sind sehr, sehr praktisch und werden sehr viel bringen. Kleiner Mann wird auf jeden Fall ein kleiner Stylo. Das kann ich schon mal sagen. Ach genau, der Teppich, der hier ist von Benuta. Der passt einfach perfekt hier rein. Weil der ist einfach so beige, also vom Farbton her passt er perfekt hier rein. Mit diesen kleinen Konfetti-Schnipseln. Und diese Schnipsel sind irgendwie überall in diesem Zimmer mit inbegriffen von den Farben. Und wirkt einfach sehr, sehr, sehr schön und super weich. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Also ich finde die Dinger noch ganz geil. Ach so. Die sind voll praktisch, aber das kannst du ja nochmal zeigen. Genau. Oh Gott. Nicht so schnell aufstehen. Genau, die werde ich dann auf jeden Fall, also die haben wir auch von Babykoch, sind auch von derselben Marke Cueca, wie hier die Wickelablage. Genau, Wickelablage, der Bezug. Und aber da werde ich, wie gesagt, nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen, wenn ihr dann Bock drauf habt, dass ich euch die Wickelkommode komplett zeige. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Dann werde ich sie euch sehr gerne beantworten, falls ich was vergessen habe. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ah, die Lampe. Was noch was zu der Lampe sagen? Lampe. Super. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du hast was vergessen auch. Was denn? Das Licht ausmachen. Ja, aber ist ja gut. Tschüss.